So, ich glaube, das Ornat hasst mich einfach nur. Ja, war schon wieder verschoben, habt ihr sicherlich gemerkt. Inzwischen. Ja, ich habe das jetzt anders geregelt. Oder ich will es jetzt versuchen, anders zu regeln. Ich mache jetzt eine große Datei. Ich splitte die ja sonst immer, weil wenn ich große Dateien mache, verschiebt sich das mit dem Ton, mit dem Spielsound und dem, was so geschieht. Ach, da hätte ich auch reingekonnt. Naja, super. Egal. Ich schnapp mir jetzt erstmal das Knochenartefakt und das Gesundheitselixier. Ja, und ich will dann hoffen, dass es dadurch jetzt nicht zu so einer Verzögerung kommt, aber man kann ja nie wissen. Ruf zu den Sphären hatte ich schon. So, dann würde ich sagen, bam, bam, bam. Nicht rausfallen. Oh, fuck. Ja, okay. Ah. Hallo? Zack, geht doch. So, jetzt weiß ich aber nicht mehr gerade, wie. Ja, jetzt muss ich natürlich wieder nachgucken. Steuerung, wie man das einsetzte mit dem Mana-Elixier. T. Gut. Zack. So, wir haben Knochenartefakt, fällt mir gerade noch ein. Das will ich dann natürlich direkt benutzen. Fallender Stern, ein erfolgreicher Falkenangriff bringt dir etwas Mana zurück. Flinker Schatten, du kannst im Schleichmodus etwas schneller vorwärts bewegen. Das will ich auf jeden Fall behalten. Gegnerische Schüsse können mit geringer Wahrscheinlichkeit verfehlen. Ja, also ganz ehrlich, ein bisschen Mana zurückkriegen, da kann ich auch so einen Trank schlucken, so oft wie ich die finde. Ja, ich bin's. Ja. Ich glaube, wenn ich mich da jetzt fallen lasse, bin ich tot. Deswegen ganz entspannt hier runter. So, wenn ich dann gleich hier abgehauen bin. Ups, das wollte ich eigentlich nicht. Aber gut. Wenn ich gleich hier abgehauen bin, werde Hey, ich komm. nochmal die Aufnahme Ich bin unterbrechen, Sammy. nochmal nachgucken. Hier bin ich. Ja. Und dann mal sehen, was passiert. Erstmal reden Soweit wir ich jetzt mit weiß, Samuel. hat Campbell nichts ausgelassen. Vielleicht sollte ich nicht urteilen. Aber Männer des Glaubens sollten sich zügeln. Sind Sie bereit? Okay, los geht's. Jo, ab geht's ins Pitz-Papp. Hier haben wir alles eingesammelt. Nach einiger Zeit. Chaosfaktor wieder hoch, war klar, niemanden getötet. Was? 5 von 7 und nur 4 von 5 Knochenartefakte? Ich habe doch alles abgesucht da. Scheiße, ich dachte, das Herz zeigt mir alle an. Ach verdammt, 32 Gegner eliminiert, doch so. Leichen oder bewusstlose Personen entdeckt, 10. Griff den Lumpensammler gerettet, Hauptmann Kernow gerettet, Elsa vor den übereifrigen Aufsehern gerettet, Oberaufseher Campbell vergiftet. Ja, mir reicht das. Ich würde sagen, fortsetzen, ab ins Soundpits so rum. Ah. Ja, beliebig Taste ist gedrückt und wieder mal hier eine schöne, ja, Zwischensequenz will ich es jetzt nicht unbedingt nennen, Ingame-Zwischensequenz vielleicht. Sie wollen Ihnen vermutlich gratulieren. Ja, will ich auch hoffen hier. Alter, da habe ich aber schon ganz anständig ein bisschen Frame-Einbrüche, muss ich ja sagen. Na, willst du mir danken, dass ich deinen Vater gerettet habe? War doch der Vater. Er lebt. Danke Ihnen, Corvo, danke. Ja, Mein bitte, Onkel ist ein bitte. guter Mensch. Eines Tages wird er es beweisen. Hier. Ich weiß, dass Sie aus Überzeugung gehandelt haben. Aber ich möchte Ihnen eine Belohnung geben. Oh. Ein Erbstück von einer meiner Tanten. Hoffentlich eine Rune. 100 Münzen, ach so, naja. Missionshinweise. Kräfte habe ich immer noch nur 2 Runen, naja. Ah, ja. Das ist auch super gelaufen. Ich will jetzt mal eben, wenn ich schon hier bin. Sie verdünnen den Wein mit Flusswasser.
So. Ja, es gibt hier nichts. Ich will aber, bevor ich irgendwas mache, mit dem Heino hier reden und mir ein paar fette Upgrades kaufen. Ja, klar. Immer doch. So, mal sehen, was er hat. Mana-Elixier brauche ich nicht. Rune. Vielleicht kaufe ich mir gleich eine Rune. Erstmal kurz Verbesserungen gucken. Armbrust verbessern wäre natürlich geil. Pistolen benutze ich. Ja, vielleicht irgendwann mal wieder. Das brauche ich jetzt noch nicht. Granatenkapazität, mehr Bolzen. Wie viel habe ich denn? Um 10. Insgesamt habe ich dann 20 für 300. Klar. Mehr Bolzen. Maskenoptik ermöglicht dir, die Sicht zu vergrößern. Ah, okay, kann man nur einmal. Armbrustreichweite. Armbrustbolzen fliegen schneller und weiter. Nachlader, schnelleres Nachladen. Ermöglicht automatisches Nachladen. Das ist natürlich auch geil. Hoffentlich ist das auch mit optischer Veränderung. Sieht man hier ja schon. Ich hoffe, dass das auch wirklich so kommt. Kampfbetäubungsbolzen. Die Einschaffung. Okay, Kampfbetäubungsbolzen. So, ich würde sagen, ich hole mir den Nachlader, ne, die Reichweite und den Nachlader und habe dann noch genug für eine Rune. So, vielen Dank und damit kann ich jetzt die Beherrschung erwerben. Drücke Rechtsklick, um für kurze Zeit in einen Tierkörper einzudringen und diesen zu beherrschen. Du kannst die Beherrschung jederzeit beenden, indem du erneut Rechtsklick drückst. Wenn die beherrschte Kreatur stirbt, erleidest du dasselbe Schicksal. Kleintiere können die Beherrschung nicht überleben. In der zweiten Stufe kannst du auch Kontrolle über Menschen übernehmen. Im Körper eines anderen Menschen kannst du nur einfache Handlungen durchführen, wie Türen öffnen oder Dinge tragen. Ja klar, sonst einfach mit dem Attentatsziel irgendwo runterspringen oder so, das wäre dann natürlich... So, jetzt will ich mal meine Armbrust sehen hier. Wo haben wir sie? Da haben wir sie. Oh ja. Nice. So, eine zweite Lösung. Das Buch hatten wir ja schon. Ich würde sagen... The Outsider Walks Among Us. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht immer. Jo! Sie haben Oberaufseher Campbell entgegen allen Erwartungen bezwungen. Ich wusste, dass Sie einzigartig sind, Corvo. Dadurch fügen wir dem Lordregenten großen Schaden zu. Und mit Martin verfügen wir über den besten Strategen überhaupt. Der Lordregent muss sich im Tower vor Angst in die Hosen machen. Ja. Und nicht zu vergessen Campbells Tagebuch. Wir hoffen, in dessen verschlüsselten Seiten den Aufenthaltsort und Zustand von Emily Caldwin zu finden. Na klar, die sind verschlüsselt. Das ist sinnlos, wenn wir nicht die wahre Thronerbin einsetzen können. Verdammt, jetzt habe ich verpasst. Bam! Wir müssen rasch handeln. Zweifellos hält der Lordregent Emily gefangen, um sie preiszugeben und als Held und Retter aufzutreten, um seine Regentin zu festigen. Ja, klar. Wenn er die junge Lady nicht bald präsentiert, wird es Grabenkämpfe zwischen den Edelleuten über die Nachfolge der Kaiserin geben. Bam. Ja, die Zeit nicht schlecht. Davon. Aber sie sollten sich jetzt ausmachen. Warum hat er das jetzt gemacht? Wir werden einfach den so? Inhalt des Oberaufseher-Tagebuchs entschlüsseln und ihnen später mitteilen. Ach ja. Ja, das klingt gut. Ich könnte eine Pause vertragen. Jawohl, schlafen wir eine Runde und haben wir wieder einen Traum, sind wir wieder in der Traumwelt da. Ich habe den Namen wieder vergessen. Viel Aufsehen um den Aufseher. Martin ist auf dem Weg zu den Kaisertreuen, während Campbells Schicksal die Aufseher ins Chaos gestürzt hat. Die Entschlüsselung vom Campbells Tagebuch könnte so manches wichtiges Geheimnis aufdecken. Nicht zuletzt den Aufenthaltsort der rechtmäßigen Thronerbin Emily Caldwin. Na, wir werden sehen. Ist die reelle Welt. Hopp. Bitte lass mich keinen Schaden allein. Geil. Zack. Ach, ist doch viel eleganter. Oh, Rune oder Knochenartefakt. Jawohl, ne, zwei Runen gleich. Wie geil ist das denn? Da will ich hin. Wie komme ich da hin?
War ja irgendwie klar. Ah, scheiße. Ah, ich weiß, wie ich da hinkomme. Glaube ich. Ich glaube, ich weiß, wie ich da hinkomme. Office, kann ich da rein? Nee. Kann ich nicht rein. Ich kenne das Golden Cat, nicht als Kunde. Ah, das Golden Cat. Das kenne ich aus Demo Gameplay. So. Was haben wir denn hier unten Schönes? Ah, cool. Nochmal 30 Münzen. Aber leider immer noch nicht das, was ich wollte. Ach man. Da kann ich wahrscheinlich doch erst später durch oder so. Ach, scheiße. Es regt mich ja schon ein bisschen auf gerade, dass ich da nicht hin kann. Ich guck nochmal hier entlang, ob ich hier nicht irgendwie... Okay, das kann ich nicht öffnen. Nein. Ein X. Nee, gut. Da scheine ich wohl jetzt gerade noch nicht hinzukommen aktuell. Ich hoffe, das ändert sich noch. Ich werde es auf jeden Fall noch ein paar Mal versuchen. Ich rede jetzt erstmal mit dem Heino. Falsche Tür. Gelack. Oder? Ja. Sir Hammerlock. Nee, Hammerlock. Was geht ab? Corvo. Martin wird bald zu uns stoßen. Ich weiß, keine schöne Art, ihren Tag zu beginnen, aber die Diener haben gestern Nacht etwas gehört. Da war etwas in den Kanälen unter dem Haus. Vermutlich ein Weiner. Armer Kerl. Wenn die Seuche so weit ist, gibt es keine Rettung mehr. Dann bleibt nur noch eine schlurfende Hülle voller Krankheit und Insekten. Es wäre gut, wenn Sie nachschauen würden, um sicher zu sein, dass es keine neugierige Wache ist. Hier, der Schlüssel für die... Jawohl, ja, dann kommen wir in die... ...unterschicken, aber der würde sofort vor Angst sterben. Vielleicht kann Piero ein paar Betäubungsbolzen für Ihre Armbrust herstellen, wenn Sie ihm helfen wollen. Hm. Tja, das ist die Frage. Wollen wir ihn jetzt retten da, oder... Machen wir das. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal hier die Kanalisation öffnen. Um hier runterzukommen. Oh, gar nicht gruselig hier. Alter Schwede, der kotzt sich voll einen ab. Na, geht's uns nicht gut? Schieb ab! Bleib liegen! Warum hab ich den betäubt? Jetzt habe ich einen Betäubungspfeil. Eine Rune! Juhu! Eine uralte Notiz. Na, dann lesen wir doch mal die uralte Notiz. Es tut mir sehr leid, aber ich werde bei unserem nächsten Treffen nicht anwesend sein können oder bei irgendeinem zukünftigen Treffen. Was hier passiert ist, war unnatürlich und falsch. Mir wird übel, wenn ich mich nur daran zu erinnern versuche. Ich habe die Ergebnisse unserer Arbeit hier für Sie zurückgelassen, aber ich vermute, die Ratten werden alles zerfetzen, bevor Sie zurückgekehrt sind. Leben Sie wohl. Ja. Sieht nicht mehr allzu gut aus. Alter, wie tief das Wasser hier ist mit einmal. So, ich brauche jetzt nochmal das Herz. Jawohl, zwei neue Runen. Geilomatico. Oh, eine Münze. Juhu. Was haben wir hier? Ah, okay. Die lasse ich nochmal. Ich gucke mich hier so nochmal ein bisschen gerade um. Oh, was haben wir hier?
Money, money, money. Ach so, muss man von oben aufschließen. Gut, gut. Na, was hast du denn dazu zu sagen? Okay. Jawohl, und damit haben wir hier den Ausgang geöffnet, warum, was auch immer das nützen mag, aber wir haben es gemacht. Und das hätten wir damit. Damit haben wir schon alle Runen, die es hier gerade gibt. Sie sind unten gewesen? Ich dachte, ich hätte vorhin einen Weiner gehört. Ja, ja, ich bin schon geil, ne? Aufseher Martin ist da. Er ist jetzt bei Admiral Havelock. Sie wollen Sie sprechen? Okay, dann sprechen wir mal mit denen. Aber erstmal gucke ich hier nochmal ganz fix. Nein, verdammt. Tom, egal. Sie erinnern sich doch an Martin. Er war einst ein Aufseher und ist vielleicht bald wieder einer. Ich schulde Ihnen Dank für meine Rettung. Genau. Sie haben uns neue Hoffnung gebracht, Corvo. Wir haben, was wir aus Campbells Tagebuch brauchten, geschafft. Wir kennen Emily Cordwins Aufenthaltsort. Yay, geil. Cat ausgerechnet. Ein Badehaus für Edelleute. Nicht viel besser als ein verfluchtes Bordell. Geil. Doch es gibt ein Problem. Scheinbar stehen uns Pendletons Angehörige im Weg. Die Zwillinge Morgan und Custis. Pendleton, wer war das noch gleich? Ach ja. Sondern stellen die zwei Stimmen im Parlament, die wir so dringend brauchen. Ach so. Ja, die Pendletons müssen sterben. Aber viel wichtiger, Emily muss sicher hierher gebracht werden, damit wir sie beschützen können. Bis der Lord Regent und seine Anhänger Geschichte sind. Gut. Wartet am Anleger. Er will Ihnen die Mission persönlich erklären. Ist wohl am besten so. Alles klar, dann gehen wir mal zu Samuel. Moment mal, Pendleton war auf unserer Seite. Das war dieser eine Heino. Das war der hier, ne? Auf ein Corvo. Alles klar. Ich wollte selbst mit Ihnen sprechen. Ich beauftrage Sie, meine älteren Brüder Morgan und Custis zu töten. Abscheuliche Kerle. Wenn du das sagst. Vielleicht gehört haben, grausam, ohne Gleichen. Alter, hier sind alle am Saufen. Außerdem sind meine Brüder Verbündete des Lordregenten. Und solange sie im Parlament sind, fehlen uns die nötigen Stimmen, um den Lordregenten an der Festigung seiner Macht zu hindern. Sie sind heute bekannt dafür, mit seiner Billigung andere um ihren Reichtum zu bringen. Kurz gesagt, nicht jede Familie, die ausgewiesen und unter Quarantäne gestellt wurde, leidet tatsächlich an der Sorge. Ach was! Ich habe ist doch klar, da kommen alle hin, die irgendwie gegen das Parlament sind. Aber sie hörten nicht auf mich. Sie sind heute Abend in der Golden Cat, wie üblich. Geschützt durch die Stadtwache. Also keine leichte Mission. Ach, für nun mich. Sie, bevor ich kein Problem. Überlege. Na okay. Säufer. So, ich unterbreche mal ganz kurz hier auf.